Gefüllte Paprika gehört zu meinen absoluten Lieblingsgerichten, wenn es um vegetarisches Soulfood geht. Denn ganz egal, ob im Sommer oder an kalten Wintertagen, die gefüllte Paprika ist einfach wahnsinnig aromatisch, schmeckt total lecker, macht satt, aber trotzdem nicht übermäßig voll. Wir starten mit unserer Füllung. Die besteht auf Basis von Langkornreis und den kochen wir erstmal nach Packungsangabe. Du könntest hier auch roten Reis oder schwarzen Reis, Basmati und so weiter verwenden, was auch immer du zur Hand hast. Hauptsache Reis, wobei selbst Quinoa und Couscous gut funktionieren. Also ersetzt das gerne durch das, auf was du Appetit hast. Außerdem haben wir mit in unserer Füllung Zucchini und schwarze Bohnen. Die gesellen sich mit ein paar Gewürzen, nämlich Kreuzkümmel, Koriander und Paprika, in eine Pfanne, werden da angebraten. Dann kommt Gemüsebrühe und Feta sowie ein bisschen Limettensaft für Saftigkeit und Aroma mit dazu. Und dann darf unsere Füllung erstmal einkochen, während wir die Tomatensauce zubereiten. Denn die ist ganz, ganz wichtig, damit die Paprika später auch richtig schön zart werden im Backofen. Die besteht aus Zwiebeln und Knoblauch. Dazu gesellt sich gegrillte Paprika und Harissa. Hier könntest du auch Ayva verwenden. Dann kommt natürlich unsere Tomatenpassata dazu und das Ganze wird dann zu einer feinen Soße püriert. Das kannst du entweder mit einem Mixer machen oder so wie ich mit einem Stabmixer. Funktioniert beides ganz wunderbar. Die Soße stellen wir kurz zur Seite und bereiten unsere Paprika vor. Ich habe hier rote und gelbe Paprikaschoten, so ganz herkömmliche. Du kannst auch Spitzpaprika verwenden, auch die funktioniert sehr gut. Wichtig, die Deckel aufheben. Ich persönlich schneide auch den Strunk nicht ab, denn der ist so ein schöner kleiner Griff und nachher lässt sich der auch sehr gut lösen. Dann stellen wir die Paprika in unsere Auflaufform und füllen sie mit der Füllung. Die Füllung ist so bemessen, dass sie für 4 durchschnittlich große, eher größere Paprikas reicht. Wenn du da was übrig hast, kannst du es einfach so essen oder am nächsten Tag zu einem Salat, wie auch immer. Für die Paprikas geht es jetzt für eine Stunde in den Backofen und die Zwischenzeit nutzen wir, um unseren Petersiliensalat zuzubereiten. Für den brauchen wir Petersilie, Minze und Frühlingszwiebeln. Daraus machen wir einen leckeren Salat. Der ist kein Muss. Ich mag es aber sehr gerne, weil die Petersilie einfach nochmal eine gewisse Frische mit dazu bringt und einfach hervorragend zur Paprika passt. Und dann ist es auch schon Zeit anzurichten. Paprika und Soße, natürlich auch unseren Petersiliensalat. Du kannst die gefüllte Paprika jetzt so servieren, das ist ein vollwertiges Gericht. Wir haben ja den Reis in der Füllung. Oder du reichst dazu ein bisschen Brot oder selbstgebackenes Naan, um die Soße aufzusaugen, wie du das gerne magst. Die gefüllte Paprika lässt sich übrigens auch sehr gut einfrieren und vorkochen und ist eins meiner absoluten Lieblingsgerichte.